Geburtstag hat sie bald, die Finanzkrise. Ein Jahr ist es schon her, da ließ die Bush-Regierung die Investmentbank Lehman Brothers kollabieren und fast wäre der gesamte Kapitalismus mit zusammengebrochen, wenn die Regierungen ihn nicht gerettet hätten. Seither haben wir die Krise. Allein im Euroraum wird, so die aktuelle Prognose, in diesem Jahr die Gesamtwirtschaftsleistung um 4% zurückgehen. Na, da wollen wir diesen Geburtstag doch mal ordentlich feiern. Aber es ist immerhin möglich, dass es ab jetzt nicht mehr weiter in den Keller geht und das ist ja doch schon eine schöne Nachricht. Aber andererseits, wenn man nur tief genug im Loch drin sitzt, dann geht's halt irgendwann mal einfach nicht mehr tiefer. Ich habe schon Leute dabei ertappt, dass sie, wenn es um diese Krise geht, im Perfekt reden, so nach der Art, wie wir die Krise gemeistert haben. Als hätten wir sie schon gemeistert. Nun, wir haben die Krise zwar nicht gemeistert, aber an der ganz großen Katastrophe sind wir doch mit einiger Sicherheit vorbeigeschrammt. Das Weltfinanzsystem ist nicht zusammengebrochen, nennenswerte Staatsbankrotte sind ausgeblieben und nachdem es 3 Quartale lang ziemlich kräftig ins Minus ging, wird es nun jetzt auch merklich langsamer, schlechter, vielleicht sogar schon besser. Na, da wollen wir auch mal nicht vergessen, dazu zu sagen, was uns gerettet hat. Massive Staatsintervention und entschiedenes wirtschaftliches Handeln der Regierungen. Die Milliardenhilfen und Bürgschaften für die Banken haben einen fatalen Dominoeffekt verhindert. Die Unternehmen haben zwar aufgehört zu investieren, viele haben Leute entlassen und massiv gespart. Aber die gesellschaftliche Nachfrage ist deswegen nicht vollends in den Keller gefallen. Einerseits weil Arbeitslosengeld, Kurzarbeitsgeld, aber auch alle anderen wohlfahrtsstaatlichen Transfers in einer solchen Situation wie automatische Stabilisatoren wirken. Und andererseits weil die Regierungen massive Konjunkturprogramme auflegten. Ja klar, die sind sicher zu klein gewesen. In den USA etwa wird der gesamte Nachfrageausfall etwa auf 3.000 Milliarden Dollar geschätzt. Und den können die 787 Milliarden Dollar, die Obamas Stimulusplan vorsieht, keineswegs ersetzen. Aber die Regierungen haben uns wenigstens nicht noch tiefer in die Krise hineingespart, ganz im Gegenteil. Allerdings bin ich mir nicht so sicher, ob die Gefahr für die nächste Zeit wirklich gebannt ist, denn demnächst drohen ja wieder massive Nachfrageausfälle. Die großen Kündigungswellen rollen ja erst auf uns zu und viele Maßnahmen zur Konjunkturstützung laufen aus. Allein die berühmte deutsche Abwrackprämie, über die man ja viel sagen kann, aber die Nachfrage nach Autos hat sie jedenfalls angekurbelt. So sehr, dass wahrscheinlich in nächster Zeit überhaupt niemand mehr ein Auto kaufen wird. Weil wer plante, sich ein Auto zuzulegen, der hat das jetzt wohl schon getan. Das heißt aber natürlich auch, dass jetzt auf eine ganze Branche zappendustere Jahre zukommen. Und viele Leute, die bisher über Kurzarbeit im Job gehalten wurden, landen demnächst auf der Straße. In Deutschland gibt es jetzt schon wieder de facto 5 Millionen Arbeitslose. In Österreich sind mindestens 300.000 Menschen ohne Job. In diesem Moment werden aber wieder die Stimmen derer lauter, die uns glauben machen wollen, die Ausweitung der Staatstätigkeit und die explodierenden Defizite wären unser größtes Problem. Leider ist es so, würden die Regierungen jetzt zu sparen beginnen, dann hätten wir erst ein wirklich großes Problem. Dann haben wir nach 3 massiv negativen Quartalen jetzt vielleicht so eine Art Zwischenhoch und danach geht's wieder tief bergab. Aber kommen wir zurück zu unserem kleinen Geburtstagsresümee. Die Regierungen haben gemeinsam mit den Zentralbanken diese Krise bisher hervorragend gemeistert. Das ist auch gemessen an dem Verdruss, der so allgemein über die politische Klasse herrscht, eine durchaus erstaunliche Bilanz. Noch dazu, wenn man bedenkt, dass sie bis vor einem Jahr noch nahezu alle diesen neoliberalen Einheitsdenken angehangen sind, dessen Parolen mehr privat, weniger Staat und dieser ganze Schwachsinn, haben sie Gott sei Dank buchstäblich über Nacht vergessen, in der Nacht, in der Lehman Brothers kollabierte. Was schon weniger gelungen ist, ist die Regulierung des Finanzsektors. Nicht einmal das fatale Anreizsystem der Bonuszahlungen, das Banker zu extremen spekulativen Risiken verleitet, ist verboten worden. Und welche unkontrollierbaren Derivategeschäfte sind denn untersagt worden? Noch immer kriegt jede Oma bei der Dorfbank einen Fremdwährungskredit aufgeschwatzt, während sie bei der Apotheke nebenan schon für jedes stärkere Kopfwehpulver ein Rezept braucht. Die Krise ist noch nicht vorbei und es ist auch noch nichts geschehen, was verhindern könnte, dass uns windige Zocker wieder in so eine Katastrophe reiten können.
Ach, übrigens, und zum Abschluss, kennen Sie den? Wissen Sie, wie man heutzutage zu einem ehemaligen Broker von Lehman Brothers sagt? Hallo, Kellner!